Geschwister.de. Wie evidenzbasiert sind die Corona-Maßnahmen? Was hat es mit der aktuellen Übersterblichkeit auf sich? Und was hat es mit den Nebenwirkungen zu tun von etwas, was man hier nicht nennen sollte, weil man sonst zensiert wird? Über all diese Fragen habe ich gesprochen mit jemand, der genauso ein Ketzer ist in medizinischen Fragen wie ich, aber im Gegensatz zu mir tief in der Materie drin ist und sich bestens auskennt. Das ist Professor Dr. Andreas Zönnigsen. Er war bis in den Winter Professor an der Medizinischen Universität MedUni Wien und wurde da gegangen, weil er eben zu kritisch ist, weil er sich den Mund nicht verbieten lässt. Er war Vorsitzender des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin, hat jetzt einen neuen Verband gegründet, der sich auf den Hippokratischen Eid beruft, und er ist ein expliziter Kritiker der aktuellen Politik. Was er sagt, ist so spannend, aber auch so brisant, dass wir das leider auf YouTube hier nicht zeigen können. Das eigentliche Interview ist deshalb ausgelagert. Sie wissen alle warum. Und jetzt hat Herr Professor eine eigentlich nicht lösbare Aufgabe, aber als Professor werden Sie das schaffen. Sie mögen bitte kurz auf die wesentlichen Inhalte des Interviews hinweisen, aber so, dass es nicht zensiert werden kann. Voilà, the floor is yours, wie man auf Englisch sagt, wobei nicht mit so einer schlechten Aussprache, bitte. Ja, hallo Herr Reitschuster, vielen Dank für dieses Gespräch. Das ist gar nicht so einfach, aber ich versuche das mal. Also wir schauen uns sehr genau an, wie ist denn die aktuelle Studienlage tatsächlich? Wie schaut es denn aus mit der Evidenz für die Impfung, für die Maßnahmen? Wie schaut es insbesondere damit aus, welche Vorteile und Nachteile vielleicht damit verbunden sind? Ja, und ist das ethisch eigentlich so alles vertretbar, was da so gemacht wird, besonders wenn man Kinder impft, also unsere Schutzbefohlenen, die selber nicht entscheiden können und dürfen. Was hat das Ganze vielleicht sogar mit dem Nürnberger Kodex zu tun, der ja jetzt gerade sein 75-jähriges Bestehen feiert und in dem es darum ging, dass nie wieder nach der NS-Zeit oder nach den NS-Erfahrungen Menschenversuche ohne entsprechende Aufklärung und ohne Einwilligung gemacht werden dürfen. Wie sieht es dann aus, wenn man nur bedingt zugelassene Impfstoffe hat? Dieser Frage wollen wir so ein bisschen nachgehen. Und ich freue mich, wenn Sie, liebe Zuschauer, das ganze Interview anschauen. Ja, das empfehle ich Ihnen auch sehr, weil selbst für mich, der ja doch von sich annimmt, dass er etwas in der Materie ist, war das wirklich atemberaubend, was Sie alles zu sagen hatten. Deshalb gehen Sie mit uns rüber ins zensurfreie Internet. Ein kleiner Klick für Sie, unten ein Mausklick, ein großer Schritt für die Meinungsfreiheit. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor. Ich danke auch. Und ich danke Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie dabei waren. Lassen Sie ein Like hier, ganz wichtig für die Algorithmen. Drücken Sie auf die Glocke, dann werden Sie immer benachrichtigt, wenn etwas kommt, und unterstützen Sie, weil wir keine GEZ-Milliarden und keine Steuermillionen für Werbung bekommen. Und ein kleines technisches Geheimnis zu diesem Video erzähle ich Ihnen noch im Nachklapp, wenn Sie dranbleiben. Es ist etwas zum Schmunzeln. Vielen Dank. Ciao. So, und jetzt noch das kleine technische Detail. Wenn hier irgendetwas nicht so richtig funktioniert hat, dann liegt das daran, dass ich hier das ganze Zimmer verkabelt habe und Herr Professor Dr. Zönnigsen heute quasi ein Versuchskaninchen war, aber rein technisch. Um Gottes Willen, jetzt hätte ich fast etwas gesagt, was man dann auf YouTube wieder herausgeschnitten hätte. Um Gottes Willen, obwohl sowas ja sogar Kanzler sagen. Und vielleicht hatten Sie früher manchmal den Eindruck, dass ich beim Sprechen etwas merkwürdig schaue. Das lag daran, dass ich immer in ein schwarzes Loch geblickt habe, nämlich in die Kamera, und meine
meinen Gesprächspartner nicht gesehen habe. Und heute habe ich das in nächtlicher Arbeit, habe ich mir einen Teleprompter installiert. Und darum hatte ich das Vergnügen, dass ich Herrn Professor Dr. Sönnigsen hier die ganze Zeit in die Augen schauen konnte. Und er ist auch noch ein sehr lebendiger Gesprächspartner, muss man sagen. Bei ihm blicken immer die Geistesblitze aus den Augen. Und darum ist das besonders motivierend, wenn man so einen charmanten und geistreichen Gesprächspartner hat, wobei ich eigentlich nur charmante und geistreiche habe, aber in diesem Fall besonders und interessant vielleicht eure Rückmeldung, ob man das gemerkt hatte, dass es dann etwas lebendiger war, weil ich Herrn Professor Sönnigsen die ganze Zeit in die Augen sehen konnte, statt nur eine schwarze Linse zu sehen. Vielen Dank, dass Sie sich als Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt haben, Herr Professor, und alles Gute. Ich hoffe, es kommen Zeiten, wo Sie Ihre Professur zurückkriegen, wo man sich bei Ihnen entschuldigt und wo dann an den Universitäten Menschen wie Sie in der Lehre vorkommen als Beispiel dafür, dass man nicht immer mit dem Mainstream schwimmen muss und auch seine Meinung sagen muss, egal wie das dann ausgeht, aber Widerspruch, glaube ich, davon lebt die Wissenschaft und immer hat einer Recht und Unrecht, aber andere Stimmen zu verbieten, glaube ich, das ist immer falsch, egal wer im Endeffekt dann hier richtig liegt. Ja, das ist natürlich das, was eigentlich am schockierendsten vielleicht jetzt für einen Wissenschaftler ist, dass, was auch für mich eben total überraschend kam, ja, wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als was ich eh schon immer gemacht habe. Und natürlich ist das, dass ich pharmakritisch bin und so, da gab es natürlich immer auch Auseinandersetzungen und ja, es gab eben Diskurs, ja, also ich hab die Meinung vertreten, okay, ihr habt Interessenkonflikte, das beeinflusst euch. Und die hier Interessenkonflikte haben, haben gesagt, nee, das beeinflusst uns gar nicht, sondern die Wissenschaft ist natürlich objektiv. Darüber konnte man reden bis Anfang 2020. Dann konnte man plötzlich nicht mehr reden, sondern dann wurde derjenige, der eben kritisiert hat, von vornherein diffamiert. Und man musste sich von ihm distanzieren, ja, weil das ist ja ein Covid-Leugner. Mittelalterlich. Ja, es ist wirklich mittelalterlich, ja. Und ich meine, also was in Österreich natürlich passiert insgesamt, ja, ich habe ja inzwischen 6 Disziplinarverfahren der Ärztekammer am Hals. Das erste habe ich ja dann, bin ich von der Ärztekammer tatsächlich verurteilt worden bis jetzt zu 5.000 € Geldstrafe. Dagegen bin ich gerichtlich vorgegangen und habe das vor dem Landesverwaltungsgericht in Wien gewonnen, den Prozess. So dass ich diese Strafe nicht zahlen musste. Ich hatte natürlich Anwaltskosten in der Höhe, ja, so ungefähr. Also das war für mich sozusagen eigentlich ein Nullsummenspiel bis jetzt. Aber das Verrückteste daran ist, dass die Ärztekammer gegen dieses Urteil in Revision gegangen ist vor dem Verwaltungsgerichtshof. Und da liegt es jetzt seit einem Dreivierteljahr. Verrückte Zeiten, aber Sie sehen schon, liebe Zuschauer, ist ein unglaublich spannend mit Herrn Professor Dr. Sönnigsen. Vielen herzlichen Dank und ich hoffe, wir machen irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft ein zweites Video. Vielen herzlichen Dank. Ja, okay. Alles Gute, danke.